Hey, ich bin im Fall froh, wenn wir dann berühmt sind. Weil ich meine, so eine Show, das könnte man nie während einem Apero bringen. Apero! Geht's mir noch ein bisschen Prosecco? Dazu noch so eine Nuss, nicht Honey genug. Meine Damen und Herren, Simone kommt gerade wieder. Sie muss schnell nach ihrem Make-up schauen. Jetzt können wir euch aufklären. Meine Damen und Herren, es geht heute gar nicht um das SMS-Voting in meiner Karriere. Wie soll das gehen? Nein. Das SMS-Voting hat einen ganz anderen Grund. Simone braucht einen Mann. Ja, so das nicht. Das mit dem Voting ist wirklich ernst gemeint. Bitte an unsere Nummer, die da aufgeschrieben ist. Du Simon, jetzt hast du vorher gesagt, dass George Clooney sei so vom Äußeren her dein Typ, aber jetzt Charakter. Entweder Softy oder Macho. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Hey, musst du mal schauen, der sieht aus wie der George Clooney. Hey, ich muss schnell ein Foto machen. Lass stellen wir es auf Facebook. Also, gibt es da schon einen? Ja, es gibt den Eros Ramazzotti. Was, du bist Eros Ramazzotti verliebt? Wie läppisch diese Gattung Frau, die ein Italiano begehrt. Hauptsache, er hat einen dunklen Zahn und Muskeln wie ein... Deine tollen Gehen müssen weiterleben und das große Herz sicher nichts ergeben. Vorhänge zu nähen für die Kinder wegen, aus dem selben Schlecht sollte weitergeben. Meine Damen und Herren, es geht heute Abend eigentlich gar nicht so um das Tryout. Ich habe ein Problem. Was, Band? Also was der Eros Ramazzotti wollte in seiner Band? Und dann unsere Termine mit sich schon. Ich meine, wie soll das terminlich gehen? Hey, ich spüre ganz schlechte Schwingungen da. Simon, was sagst du? Hörst du auf bei uns, oder was? Ich wollte das nicht vor dem Publikum diskutieren. Gottfried Stutz, ich möchte mal wissen, was du uns den ganzen Abend Vorwürfe machst, dass wir die Sache zu wenig ernst nehmen, dass wir zu wenig üben, dass wir uns verrecken sollen berühmt werden. Seit Wochen zwingst du uns in diesem Tryout, obwohl du so haargenau weißt, dass sich sie schon mal auflöst und zwar wegen dir. Ja, weil eure Karriere vorwärts sind, das ist super. Ihr verschwendet euer Talent bei diesen Lismi-Verein-Auftritten.